Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich hätte ein paar Folien, die ich kurz zeigen würde, zum Einstieg in die Diskussion, wenn das okay ist. Sehr gerne, vielen Dank. So, da dauert kurz eine Sekunde. Wie Sie schon sagten, gestern haben wir übergeben. Es war spannend. Die Bundeskanzlerin hat sich auch nochmal bedankt über die Jahre der Beiträge des Sachverständigenrats und aber auch der Finanzminister war da und wir konnten im Nachgang zur Übergabe wie immer kurz bei einem Empfang diskutieren, was wir meinen mit Transformation, Gestalten, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und da wir ein unabhängiger Rat sind und kein Regierungsorgan, haben wir auch sofort danach das Gutachten ohne Genehmigung, die brauchen wir nicht, der Presse vorgestellt. Und seither versuchen wir das, wie heute, etwas weiter vorzustellen. Wir haben weitreichende Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ich möchte ein paar kurz anreißen. Was die wirtschaftliche Erholung betrifft, ist es so, dass wir für Deutschland besonders deutlich, aber weltweit ja Engpässe haben bei den Frachtkosten, die stark angestiegen sind. Das sehen Sie hier, ist ein Index, aber auch Materialengpässe, ob das Chips sind, ob das Holz und Metalle sind oder Rohstoffe, Energie. Die Preise sind stark angestiegen für diese Produkte und es gibt klare Engpässe, die auch zu Kapazitätsproblemen geführt haben. Und dementsprechend sehen wir in den Ländern, die besonders einen hohen Anteil der Industrieproduktion haben, dass die Produktion stagniert. Wir sehen gerade auch in Deutschland, dass sich da die Schere auftut zwischen einerseits Auftragseingang und tatsächlicher und Bestand und der tatsächlichen Produktion. Also wir mussten unsere Prognose für Deutschland für dieses Jahr herunternehmen, primär weil sich die Industrieproduktion verschiebt, zum Teil, wir denken ins nächste Jahr, dass sich dann sozusagen die Engpässe nach und nach lösen. Hier ein kurzer Blick, war echt interessant auf die Prognose. Wir haben eine unterschiedliche Entwicklung in Deutschland und im Euroraum. In beiden Fällen erwarten wir kräftiges Wachstum im nächsten Jahr. Allerdings für den Euroraum insgesamt haben wir auch dieses Jahr kräftiges Wachstum. Wir haben auch deutlich unsere Prognose, zumindest im Vergleich zum März, nach oben revidiert, nicht so sehr im Vergleich zum letzten Jahr. Hier sehen Sie sozusagen in Magenta die Prognose für den Euroraum insgesamt. Woran liegt das? Wir haben im Zuge des Impffortschritts, gerade auch in Südeuropa, ja wieder eine Öffnung. Man kann reisen, der Tourismus läuft wieder, die Dienstleistungen generell haben deutlich angezogen, auch in Deutschland, aber nicht so stark oder noch viel bedeutender natürlich in anderen Ländern des Euroraums. Und deswegen sehen wir dort, dass der Euroraum praktisch insgesamt schon im laufenden Quartal den Vorkrisenstand überschreiten dürfte. In Deutschland, das sehen Sie hier, erst im nächsten Quartal voraussichtlich. Dieser Anstieg der Rohstoffpreise, den sehen Sie hier nochmal, und diese Materialengpässe haben natürlich auch zu einem deutlichen Anstieg der Inflation geführt. Sie sehen hier die Verbraucherpreise zunächst mal über die Produzentenpreise, die massiv angestiegen sind, und das schlägt auf die Verbraucherpreise durch. Unsere Prognose ist, dass sich das zurückentwickelt, aber nicht mehr auf ein Niveau von unter 2%, sondern deutlich darüber im nächsten Jahr. Und auch diese Prognose ist für meinen Geschmack etwas mutig, wenn wir schauen, alle Prognostiker haben ihre Inflationsprognosen im Laufe des Jahres stark angehoben, auch die EZB. Für den Euroraum sind wir bei 2,4 und 2,1% Inflation im nächsten Jahr, also deutlich beim Ziel. Das heißt, die Geldpolitik müsste sich früher oder später anpassen. Konkret beschäftigt uns, wie Sie schon im Titel gesehen haben, die Nachhaltigkeit ganz besonders. Das bedeutet aber auch die fiskalische Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wachstum und ökologische Nachhaltigkeit, insbesondere das Adressieren des Klimawandels, einen effektiven Klimaschutz. Und das muss international geschehen. Deswegen kurz nochmal angerissen, was meinen wir mit Transformation gestalten? Wir haben ein ganzes Feld von
Handlungsoptionen, keine Angst, ich gehe jetzt nicht in die Details, aber ganz kurz, wir wollen darauf hinweisen, dass man zur Transformation befähigen muss, also Bildungsrückstände aufholen, die sind wirklich dramatisch, jetzt auch allein durch die Corona-Pandemie, durch die Lockdowns, aber auch generell gibt es da strukturellen Verbesserungsbedarf bei der Weiterbildung. Das muss ausgebaut werden, das ist ein fester Bestandteil des Erwerbslebens. Ist. Wir haben über Zweitverdiener-Ehegattensplitting diskutiert. Da kann man in gewisser Weise die Arbeitsbeteiligung noch erhöhen. Allerdings ist die Arbeitsbeteiligung der Frauen schon sehr hoch im internationalen Vergleich, aber eben viele nur auf Teilzeit. Was mir ganz wichtig war, es macht keinen Sinn, einfach nur eine Steuererhöhung zu bringen in Form einer Abschaffung des Ehegattensplitting, sondern gibt es natürlich auch die Ehe als etwas, was grundsätzlich verfassungsgemäß auch geschützt werden muss und deswegen da nicht Steuernachteile entstehen. Deswegen sind auch die Effekte sehr klein. Wichtig ist, die Kinderbetreuung auch deutlich noch zu verbessern, die Möglichkeiten, sonst funktioniert das nicht. Befähigen heißt auch im Bereich Gründungen und Marktaustritte, im Bereich Mobilität und Fachkräftezuwanderung mehr zu tun. Ein Umfeld zu schaffen heißt, für Transformation heißt die Nachhaltigkeit sicherzustellen, die Geld- und Fiskalpolitik zu normalisieren, den europäischen Binnenmarkt, einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen und zu vertiefen, einen sektorübergreifenden und länderübergreifenden CO2-Preis, um die richtigen Anreize zu setzen. Und zum Schluss, Chancen gibt es auch in dieser Transformation, nicht nur Kosten, insbesondere bei der Digitalisierung. Wir können und sollten Daten besser nutzen, die Voraussetzungen schaffen, dass sie besser genutzt und geteilt werden können, dass mehr Wettbewerb entsteht, aber auch, dass die öffentliche Verwaltung deutlich digitalisiert. Ganz klar, wir brauchen zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben, die müssen aber priorisiert werden, nicht einfach nur mehr Staat. Das sagen zumindest Veronika Grimm und ich. Leider sind wir da gespalten. Aber hier, Veronika und ich denken ganz klar, wir müssen die Anreize für private Investitionen verbessern. Nicht einfach nur öffentlich mehr Geld ausgeben oder mehr Subventionen. Das heißt, wir müssen auch die vielfältigen regulatorischen und administrativen Hemmnisse abbauen. Da liegt das Problem nicht im Mangel an Geld. Und da ist es wichtig, dass wir nicht auf die schiefe Bahn geraten. International ist es so, beim Klimaschutz kommen wir nicht voran. Nationale Detailsteuerung hilft nicht so viel. Wir müssen wirklich international besser kooperieren und da Anreize schaffen, dass auch die großen Emittenten anfangen, mehr Wachstum mit weniger Emissionen zu erzeugen. Das war mein kurzer Abriss. Vielen Dank, Herr von Hennet, und ich stehe bereit für Ihre Fragen. Ja, großartig. Das war eine Tour de force durch die Themen Ihres Sachverständigenrat-Gutachtens. Hinweis noch für diejenigen, die uns über Zoom zuschauen, unten in dem F&A-Bereich können Sie gerne, wenn Sie eine Frage haben, Ihre Frage reinschreiben. Ich werde die dann an Herrn Professor Wieland weiterreichen. Wenn Sie nicht möchten, dass ich Ihren Namen dabei nenne, schreiben Sie es kurz dazu. Ansonsten geht das sozusagen relativ direkt an Herrn Wieland weiter. Sie hatten in Ihrem Bericht das schöne Stichwort der Transformationsbefähigung oder der Befähigung zur Transformation. Unter anderem geht es dann auch in der Schnittstelle zur Digitalisierung. Welche Möglichkeiten haben Verbraucherinnen, Verbraucher, die Bürger, auch die Unternehmen, um dieser Transformation auch zu gestalten? Wo sehen Sie im Moment die wichtigsten Schritte, die eine neue Bundesregierung einleiten müsste, um zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung oder auch der Dekarbonisierung Potenziale freizusetzen, um eben die von Ihnen noch genannten privaten Investitionen ins Rollen zu bringen? Denn all das braucht immer noch im Zweifelsfall, wenn es gut läuft, einen Plan, und einen Plan muss man sich machen, und damit das aber diese Planung möglichst schnell losgehen kann. Ja, also ich denke, eigentlich brauchen wir eine Verwaltungsreform. Also wir müssen wirklich ganz durchgängig die Möglichkeiten schaffen, dass eben Investitionen nicht aufgehalten werden. Das betrifft
Auch die Infrastruktur, das betrifft gleich schon mal die öffentlichen Investitionen. Also bevor wir überhaupt zu den privaten kommen, die Regierung hat ja die Mittel erhöht für öffentliche Investitionen. Es ist auch mehr umgesetzt worden. Wir haben einen deutlichen Aufwuchs in den letzten Jahren. Wir haben auch über die Konjunkturpakete, jetzt über das europäische Aufbaupaket zusätzliche Mittel für mehrere Jahre. Die Diskussion ist etwas schief, wird die ganze Zeit nur über Mittel diskutiert. Der bremsende Faktor ist die Regulierung, sind die administrativen, die Bürgerbeteiligung. Ich denke, eine neue Koalition muss da wirklich Prioritäten setzen, also zum Beispiel ähnlich wie in anderen Ländern tatsächlich mit dem Ausbau der Bahntrassen dann vorankommen, tatsächlich mit dem Ausbau der Energietrassen vorankommen. Das wäre mal die eine Seite. Dann kann man, also wenn die öffentliche Infrastruktur da ist, und da ist nicht der bremsende Faktor das Geld, dann kann natürlich auch privat viel mehr darauf gebaut werden. Punkt zwei, nicht einen neuen Subventionswettlauf. Also im Gegenteil, wir hatten ein sehr teures EEG. Jetzt ruft sogar die Industrie zusammen mit den Gewerkschaften nach Carbon Contracts for Difference und alles ist plötzlich ganz schwierig und man braucht erstmal eine Subvention. Das denke ich, denkt Veronika Grimm, kann nicht der Weg sein. Ja? Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht einfach nur alle, weil das kann sogar zu einem Attentismus führen. Ja? Dann wartet jeder mit der Investition, ob welche Subventionen es in Zukunft vielleicht noch zu holen gibt. Ja? Man will ja da nicht leer ausgehen. Das heißt, man sollte einerseits klarstellen, wir setzen, also Sie haben das Klima ja auch angesprochen, wir setzen auf einen CO2-Preis als zentrales Instrument. Das macht natürlich erstmal keinen Spaß, das kann ich verstehen, weil da die Kosten hochgehen. Aber wir müssen natürlich dann auch einmal Butter bei den Fischen. Man kann nicht auf der einen Seite immer demonstrieren und rufen nach Klima und immer schnellere Erreichung von Klimazielen erst fordern und dann auch beschließen, ohne zu realisieren, das hat Kosten. Ja, und ein breiter, sektorübergreifender und länderübergreifender CO2-Preis ist der effizienteste Weg. Das hält die Kosten noch niedrig, weil man dann dort die Emissionen einspart, wo es am kostengünstigsten ist. Ja, und es gibt da eine Debatte in den Koalitionsverhandlungen, denke ich. Ich hoffe, das wird stärker in den Mittelpunkt gerückt als bisher. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, es leichter zu machen. Ich meine, wenn die Industrie, wenn die Stahlherstellung sagt, okay, das ist ganz schwierig, sofort und sehr teuer, sofort auf grünen Wasserstoff zu setzen, da brauchen wir Subventionen. Ja, man kann auch einen Zwischenweg gehen, dass also Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, Einsatz findet. Ja, auch dann bereitet man sich vor, der ist viel günstiger. Man kann mit den Erdgaslieferanten darüber verhandeln, dass das auch abgespalten wird, die CO2-Emissionen und nicht in die Atmosphäre gehen. Aber hier einen Übergang zu schaffen, der kostengünstiger ist, ist ganz wichtig. Das ist besser als sozusagen ganz, ganz teuer sofort das Optimalziel erreichen zu wollen. Das sind mal ein paar Beispiele. Also wir könnten jetzt einfach weiterreden. Ich habe jetzt schon einiges geredet. Sie haben die Digitalisierung noch genannt. Digitaler Binnenmarkt. Wir sind ja völlig abgehängt bei den großen Plattformen Business to Consumer. Ja, die sind in den USA, die sind in China, die Profite fallen in Irland an, nicht in Deutschland. Wir brauchen natürlich auch Wachstum in diesen Bereichen. Und da muss man für Wettbewerb sorgen. Man muss aber auch die Regulierung, den Datenschutz so gestalten, dass man die Daten nutzen kann. Und das ist im Moment noch sehr umständlich. Denken Sie nur mal an, wie oft Sie jeden Tag klicken müssen und letztendlich ja gar nicht mehr ernsthaft prüfen können, ob Sie die Cookies akzeptieren oder und so weiter, wenn Sie Webseiten besuchen. Also das ist noch alles andere als optimal. Ja, Sie sprachen zwischendurch auch schon mal die Energiepreise an. Dazu hat Herr Altmix eine Frage. Wenn die Inflation auch nach 2021 stetig über 2% bleibt, welche Maßnahmen zur Sicherung der gefährdeten Preisniveaustabilität muss die EZB ergreifen?
Naja, im Moment, Sie haben da vollkommen recht mit der Frage. Es ist ja nicht mal, es ist nicht mal so, wenn die, ob die Inflation über 2% bleibt. Aber selbst wenn sie jetzt, und so sieht es ja aus, für dieses Jahr ist sie darüber im Euroraum. Nächstes Jahr ist sie vielleicht knapp darüber. Wir haben, glaube ich, 2,1% in unserer Prognose. Und sie ist auch 2023 nach den gängigen Prognosen nicht jetzt deutlich darunter. Im Übrigen, wenn wir dann 2023, 2024 gucken, diese Prognosen sind mit einer hohen Unsicherheit verbunden. Aber jetzt mal klar, wenn es auf 2% einschwenkt und wir haben aktuell einen Notenbankzins, zum Beispiel bei den langfristigen Refinanzierungsgeschäften von minus 1%, ja, minus 1% plus 2% Inflation, dann sind wir bei einem Realzins von minus 3%. Der ist also extrem expansiv. Das ist kein Gleichgewicht. Das heißt, auch wenn die Inflation 2% nicht überschreitet, muss die Geldpolitik irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auf einen Pfad einschwenken, der Richtung Gleichgewicht geht. Und das Problem ist, dass die EZB uns ja nicht mal sagt, was sie glaubt, was ein Nominalzinsniveau in 2, 3 Jahren wäre, was ein Gleichgewichtsniveau wäre, ja, was konsistent wäre mit 2% Inflation. Ja. Von der Fed können wir das genau, in den USA können wir das genau an den Prognosen der FOMC-Mitglieder ablesen. Die gehen von 2,5% aus. Also da sehen Sie, da ist ein weiter Weg, wenn das auch bei uns zutrifft. Und deswegen haben wir eigentlich alle zusammen, da waren wir uns einig, gefordert, dass die EZB jetzt schon eine Kommunikationsstrategie vorlegt. Und Teil dessen sollte natürlich auch eine Prognose des Zinspfades sein. Und davon kann man natürlich auch ablesen, wann man endlich aus diesen krisenbedingten Ankaufprogrammen aussteigt. Inzwischen haben wir ja Stände. Die Bundesbank besitzt inzwischen 37% der gesamten öffentlichen Verschuldung in Deutschland. Ja, also oder zumindest im Notenbankensystem. Der Großteil ist bei der Bundesbank. Nicht alles. Kann auch bei der EZB noch ein bisschen was sein. Aber das ist schon eine sehr starke Verquickung von Geld- und Fiskalpolitik. Und um überhaupt die Geldpolitik sozusagen unabhängig gestalten zu können, muss deswegen auch wieder ein Kurs in Gang kommen, wo man die Fiskalpolitik normalisiert und die Schuldentragfähigkeit sichert. Gerald fragt, Sie sprachen von Zuwanderung von Fachkräften. Wie oder welche Fachkräfte verstehen Sie darunter? Sollen die bereits ausgebildet sein und sofort arbeiten können, oder sollen die erst in Deutschland ausgebildet werden? Also ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt noch eingefügt im diesjährigen Gutachten. Ich habe es deswegen in der Liste ein bisschen abgesetzt, aber das nicht mehr erwähnt. Im diesjährigen Gutachten ist es nicht angesprochen, weil wir es nicht im Detail angesprochen haben. Aber wir haben es natürlich in vergangenen Gutachten immer wieder angesprochen. Und es wäre jetzt unrealistisch zu glauben, wir können mit einer Reform des Ehegattensplitting, mit etwas mehr Kinderbetreuung und mit Anreizen für Langzeitarbeitslose in Deutschland den Bedarf an Arbeitskräften decken. Das wäre unrealistisch, das allein reicht natürlich nicht. Da brauchen wir auch eine Zuwanderung. Und weil es liegt einfach daran, dass wir demografisch eine Entwicklung haben, wo die Bevölkerung zurückgeht und die Arbeitskräfteentwicklung eher negativ ist. Bei der Zuwanderung, um ganz konkret auf Ihre Frage zu kommen, gibt es zum einen, also ich denke, ausgebildete Fachkräfte. Also Fachkräfte heißt, es wandert jemand zu, der eine Fachkraft ist. Nicht sozusagen jemand, der keine Bildung, keine Ausbildung hat. Darum geht es jetzt nicht. Wir hatten tatsächlich im Rahmen der Flüchtlingszuwanderung eine sehr starke Zuwanderung von Menschen, die ein geringes Niveau von Ausbildung haben. Das liegt einfach daran, dass sie aus Ländern kommen, wo die Technologien, die wir einsetzen, eben nicht bekannt sind. Und deswegen, es hat zwar geklappt vor der Krise, dass wir mehr und mehr Menschen aus der Flüchtlingszuwanderung in Beschäftigung bekommen haben, aber ein großer Anteil ist in Helfertätigkeiten. Und es ist immer noch natürlich ein deutlich kleinerer Anteil im Vergleich zu den Menschen, also generell den Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ja. Und hinzu kommt, in der Corona-Pandemie sind natürlich viele mit Helfertätigkeiten oder geringfügig Beschäftigte schon wieder aus dem Arbeitsmarkt herausgeflogen. Nein, es geht darum, Fachkräfte. Da gab es auch ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Der Punkt war, wir haben schon länger die Möglichkeit, Leute mit höherer Ausbildung nach Deutschland zu holen, Studium und so weiter. Aber wir brauchen natürlich auch Maurer, wir brauchen natürlich auch
Elektriker, wir brauchen Handwerker in Deutschland, um diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen, aber auch den Bauboom überhaupt aufrechtzuerhalten. Also es sind ja ganz klar auch Personalknappheiten. Ja, wenn Sie denken, wenn wir für den Klimawandel die Gebäude alle die besser sanieren wollen, dass die Wärme, dass die energieeffizienter sind, also das ist ja über Jahre, Jahrzehnte fast ein Baubedarf und da braucht man auch Personal. Ja, aber es geht darum, natürlich Fachkräfte zu holen und nicht sozusagen einfach generell die Schleusen zu öffnen. Das kann, wie wir ja auch sehen, große Schwierigkeiten bereiten. Sie sprachen gerade eben auch schon mal das Ehegattensplitting an und die Kinderbetreuung. In Ihrem Gutachten schlagen Sie vor, die Steuergruppen 3 und Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen, sprich, wenn beide Ehepartner verdienen, das über die Steuerklasse 4 und dann das Faktorverfahren zu machen. Welche auch dann, es geht ja im Ziel dann darum, mehr Beschäftigung auch von Zweitverdienern oder dass die Zweitverdiener auch ihre Beschäftigung weiter ausweiten. Welche Effekte erhoffen Sie sich davon und was sind eben die Bedingungen? Sie sprachen auch schon das Thema Kinderbetreuung an, damit da das Potenzial möglichst noch weiter ausgeschöpft werden kann. Ja, ich muss dazu sagen, das war tatsächlich ein Bereich, den wir sehr lang diskutiert haben, durchaus auch kontrovers. Das liegt schon daran, dass es nicht das erste Mal ist, dass sich der Sachverständigenrat mit dem Ehegattensplitting beschäftigt. Also vor einigen Jahren, da war ich dabei, aber die Kolleginnen und Kollege Truber eben nicht. Da hat sich der Sachverständigenrat intensiv damit beschäftigt. Zum einen haben wir damals schon festgestellt, dass zwar bei einer Komplettabschaffung natürlich die Arbeitsanreize für Zweitverdiener stark zunehmen, aber dass das natürlich nicht verfassungsgemäß ist. Ehe ist natürlich eine Institution, die nicht benachteiligt werden darf. Und wenn man dann die unterschiedlichen wohl verfassungsgemäßen Vorschläge anschaut, dann sind, und das zeigt auch die Analyse im diesjährigen Gutachten, dann sind die zusätzlichen Effekte beim Arbeitskräfteangebot nicht so hoch und gleichzeitig auch die zusätzlichen Steuereinnahmen natürlich dann auch nicht so hoch. Ja, das heißt, man darf hier auch nicht so viel davon erwarten. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass viele eben noch andere Vorteile damit verbinden. Das sind andere, das kommt auch auf gesellschaftliche Aspekte an, Genderrollen oder wie man Risiko von Absicherung, zum Beispiel von Frauen nach Scheidung, also wenn jemand sozusagen wegen der Kindererziehung verzichtet auf berufliche Weiterentwicklung. Das sind dann Themen, die da noch reinkommen. Aber rein vom Arbeitskräfteangebot darf man sich da nicht so viel erwarten. Die genauen Zahlen sind im Gutachten. Und mir persönlich war es sehr wichtig, dass immer in Verbindung mit dem Ausbau sowohl quantitativ als auch qualitativ der Kinderbetreuung und Schulen zu sehen. Also zum Beispiel Möglichkeiten für Ganztagsbetreuung, Möglichkeit für Ganztagsschulen. Da ist zwar schon viel geschehen, aber ich glaube, jede von uns, die Kinder im Kindergartenalter oder schulpflichtigen Alter haben, kennen Beispiele entweder aus unserem Kreis oder von Freunden, wie schwierig es doch oft ist, die Kinder tatsächlich in ein entsprechendes Angebot, das auch qualitativ gut ist, zu bekommen. Also da gibt es noch viel Nachholbedarf und das muss man zusammen sehen. Also einfach jetzt eine große Steuererhöhung über eine sehr starke Reform des Ehegattensplittings ohne einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, das sehe ich nicht. Ehegattensplitting ist zwar auch natürlich für kinderlose Ehen, aber trotzdem sind gerade die besonders betroffen, die eben Sorge, Arbeit zu Hause haben, weil sie Kinder haben oder auch weil sie Eltern haben, um die sie sich kümmern müssen. Das gibt diese Sandwich-Generation ist ja auch sehr, also diese Sandwich-Situation ist ja auch sehr verbreitet.
Genau, wer mehr wissen will zu der Entwicklung der Betreuungssituation in den jeweiligen Bundesländern, kann jederzeit den INSM-Bildungsmonitor sich angucken, den man auch unter INSM-Bildungsmonitor findet, mit den sehr, sehr unterschiedlichen Betreuungsangeboten in den Bundesländern. Der Wettbewerb da läuft, aber er zeigt noch nicht die nötigen oder die richtigen Ergebnisse. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber nicht schnell genug. Ja, was ich vergessen hatte zu sagen, also vor Jahren, als der, ich glaube 2013 war das, als der Sachverständigenrat das gemacht hat, hat er sich letztendlich gegen eine Reform ausgesprochen. Dieses Mal haben wir uns für eine Reform ausgesprochen, also deswegen die lange Erklärung. Ich war jetzt beides Mal dabei, aber vielleicht mit der Erklärung ist es klar, worum es mir geht. Und dieses Mal fällt es ja dann aufgrund der anderen Differenzen noch stärker auf. In dem Punkt ist sich der Sachverständigenrat alle vier einstimmig einer Meinung. Das ist ja dann auch ganz schön, wenn man eben sieht, dass es nicht grundsätzliche Differenzen gibt, sondern die grundsätzlichen Differenzen sich immer nur auf die einzelnen Themen dann beziehen. Florian Schneider fragt, Sie haben das Thema Carbon Contracts for Difference angesprochen. Diese Forderung ist in weiten Teilen der Industrie verbreitet und auch in vielen nationalen und europäischen Gesetzesvorhaben genannt. Welche Risiken durch CCFDs sehen Sie? Ja, ich sehe zwei Risiken, die ich jetzt besonders betont habe. Zum einen, dass wir hier sehr großen Subventionsaufbau bekommen. Wir haben ja schon in der Vergangenheit mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ja einen sehr kostenträchtigen Weg gewählt, um die erneuerbaren Energien auszubauen. Das hätte man auch einfacher haben können oder kostengünstiger haben können. Und deswegen haben wir ja auch so einen hohen Strompreis. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, und das ist auch eine unserer Forderungen, jetzt beim CO2-Preis, die Einnahmen zu nutzen, zum Beispiel um die EEG-Umlage zu reduzieren bzw. abzuschaffen, um die Stromsteuer auf das mögliche Minimum zu senken. Das hätte zwei Effekte. Es würde dann gerade Haushalte mit geringeren Einkommen entlasten, würde ich alle entlasten, aber da der Anteil der Ausgaben bei Haushalten mit geringeren Einkommen besonders hoch ist, dort besonders stark. Und das ist der eine Punkt. Deswegen sehe ich das skeptisch. Auch das sieht auch Frau Grimm so, die sich da ja auch damit beschäftigt. Eigentlich waren wir da uns einig, aber bei den Finanzfragen weiß man jetzt leider nicht mehr so genau, wo es hinläuft. Aber der andere Punkt, habe ich auch gesagt, man wartet dann natürlich auch. Es kann natürlich sogar auch dazu führen, dass Investitionen erstmal aufgeschoben werden, wenn man sich dacht, okay, jetzt kommt eine neue Regierung, mal schauen, was die ins Schaufenster stellen. Und wenn dann die Ziele nicht gleich erreicht werden und die Regierung sich einen Handlungsdruck immer mehr schafft, im Detail, durch Detailsteuerung bestimmte Ziele zu erreichen, dann kann es auch einen gewissen Attentismus, also ein Abwarten, auslösen. Ich würde also nicht das an vorderster Front nehmen, sondern würde sehr stark empfehlen, über den CO2-Preis zu gehen. Und dann auch am Beispiel Wasserstoff habe ich das erläutert, dann zum Beispiel auch insofern der Industrie die Umstellung erleichtern, indem man eben auch Wasserstoff sozusagen zulässt oder begünstigt, der eben nicht direkt aus erneuerbaren Energiequellen kommt, aber zumindest es erleichtert, zu niedrigeren Kosten jetzt auf Wasserstoffnutzung in der Stahlherstellung zum Beispiel umzustellen. Die Energiepreise sind ja auch ein großer Brocken in den derzeitigen der Inflation. Wie groß oder wie sehen Sie das Risiko, dass je nachdem, wie lange sich jetzt auch die Inflation auf dem Niveau hält, sich das dann auch wieder in höheren Lohnabschlüssen niederschlägt und es dann so eine Lohnpreisspirale gibt. Wie groß sehen Sie die Gefahr und wie lautet Ihr Appell um diese Gefahr, auch Appell an die Bundesregierung, um diese Gefahr möglichst klein zu halten? Also unter uns vier war ich sicher derjenige, der schon sehr früh auf diese Inflationsrisiken aufmerksam gemacht hat, auch schon im Januar, Februar. Da hatten wir ja auch noch die Prognose,
mit 1% Inflation im Euroraum. Also inzwischen ist es sozusagen Standard, dass wir dieses Jahr deutlich über 2 liegen. Und in den USA war diese Aufwärtsrevision natürlich noch viel stärker ausgeprägt. Deswegen sehe ich mich eigentlich in meinem Hinweis auf die Risiken, da hatte ich durchaus auch nicht keinen einfachen Stand im Rat, voll und ganz bestätigt in diesem Jahr. Es ist ehrlich gesagt ein No-Brainer, dass die Inflation im nächsten Jahr etwas zurückgeht. Deswegen finde ich diese Diskussion, die da das ganze Jahr geführt wurde, ja, aber es ist temporär eigentlich ein bisschen schief, weil es war ja klar, dass zum einen der Basiseffekt, der Ölpreis ist 2020 massiv eingebrochen. Die Mehrwertsteuersenkung, ja, dieser Sondereffekt, temporäre Mehrwertsteuer 2020, das fällt natürlich dann nächstes Jahr aus dem 12-Monats-Fenster, über das wir normalerweise die Inflation anschauen und berichten. Und dementsprechend ist es dann etwas geringer nächstes Jahr, keine Frage. Aber wir haben alle unsere Prognosen nach oben revidiert. Das mal Punkt 1. Und ich denke, die Risiken, wenn Sie das Gutachten sich anschauen, haben wir dieses Mal dann, und darauf habe ich auch gedrängt, die verschiedenen Inflationsrisiken analysiert. Zum Beispiel, ich nenne, bevor ich zu den Löhneabschlüssen komme, nenne ich mal ein anderes. Ganz praktisch, wenn sich, wir haben eine Studie drin vom Stab, wenn sich die Frachtkosten, Engpässe, die Frachtkostenanstiege und die Lieferengpässe verlängern, von dem, was im Moment in unserer Prognose angenommen ist. Ja, wenn sich das, wenn das etwas länger dauert, bis sich das auflöst, dann haben Sie locker bei der Verbraucherpreisinflation 0,3, 0,4% nächstes Jahr mehr. Ja, also das ist schon mal ein Risiko. Ein weiteres Risiko ist einfach, dass die Ersparnisse, die jetzt da sind, die unerwartet aufgebaut wurden, die sind da und die können zu Ausgaben führen. Und wenn die eben nicht zu Ausgaben bei langlebigen Gütern führen, einfach weil da Knappheit herrscht, dann gibt man halt vielleicht mehr für die Reise aus oder fürs Essen gehen, wo man halt Geld ausgeben kann. Und das wird zu Preissteigerungen führen, weil auch dort im Dienstleistungssektor gibt es Personalknappheiten, gibt es Kostensteigerungen. Sie haben die Lohntarife genannt, da sind bisher die Abschlüsse moderat. Aber ich würde mal so sagen, naja, das kommt mit Verzögerung. Es ist ja klar, wenn wir in Deutschland einen Inflationsanstieg so Dezember bis Dezember von 5% haben, Sie verdienen 2000 Euro im Monat, ja, das sind 100 Euro weg. Also das ist Mist. Also da kann ich doch nicht sagen, ja, die Gewerkschaft, die verzichtet darauf, verzichtet mal auf die 100 Euro. Ja, dann fällt natürlich was weg, was man sich am Wochenende mal gegönnt hat, ja, mit dem Geld. Und nein, das kann keiner fordern. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, höhere Löhne zu fordern, dann wird zumindest mal ein Inflationsausgleich gefordert. Das ist auch nachvollziehbar. Und es gibt natürlich auch Bereiche, wo die Entlohnungen nicht zu hoch sind, die aber knapp sind. Denken Sie an Krankenpflege. Da wird dann mit dem öffentlichen Sektor oder Altenpflege wird im öffentlichen Sektor verhandelt. Da haben wir doch alle festgestellt, wir haben jetzt ein Problem, wenn das Personal da knapp wird. Wir haben ein Problem, wenn Intensivbetten nicht verfügbar sind, wenn Personal knapp ist. Und der normale Mechanismus ist natürlich Preise. Also dann müssen halt die Löhne da steigen, wo Personal knapp ist. Ja. Und da kommt der Inflationsausgleich dazu, aber natürlich noch was drauf. Also deswegen halte ich es für etwas naiv, zu glauben, dass da keine Nachholeffekte kommen würden. Also das Risiko ist schon da, auch wenn es natürlich zeitlich gestreckt ist und vielleicht, wenn dann die Inflation, die Kosten wieder jedenfalls nicht weiter steigen in der Weise, wie wir es jetzt beobachtet haben, dann fallen vielleicht die Lohnanstiege nicht so hoch aus, aber das Risiko ist da. Also im Idealfall gibt es eine gewisse Asynchronität, dass die Lieferketten wieder Ja. funktionieren und dort die Preise sinken und sich dann Genau. nicht das gegenseitig aufschaukelt. Und vielleicht dann auch nur sozusagen eine einmalige Erhöhung. Aber schauen wir mal, letztendlich, wenn die Geldpolitik da nicht irgendwann und möglicherweise hoffentlich nicht zu spät auf einen Stabilisierungskurs einschwenkt, dann ist halt immer mehr Geld da. Und das schlägt sich irgendwo in höheren Preisen und Löhnen nieder.
Ja, und da sind wir auch schon fast am Ende, denn auch die Preispolitik oder die Geldpolitik hat am Ende auch ist Personalpolitik. Die Stelle des Bundesbankpräsidenten muss neu besetzt werden und nicht nur die. Auch Sie in Ihrem Sachverständigenrat sind hier im Moment zu viert. Eigentlich sollten Sie zu fünft sein. Zum Abschluss die Frage, wenn es die Koalition tatsächlich ihren Zeitplan ungefähr einhält und dann im Dezember eine neue Regierung steht. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das nächste Gutachten des Sachverständigenrats wieder in einer Fünfergruppe stattfinden wird? Ja, also da wäre ich mir ziemlich sicher. Ich denke, das war eine sehr unglückliche Situation, dass die Position nicht gefüllt wurde, weil es natürlich verschiedene Entscheidungen schwierig macht. Es ist schwer, Mehrheiten zu finden. In der Fünfergruppe haben sie immer automatisch eine Mehrheit und eine Minderheit. So ist das. Da kann sich ja keiner einfach mal so enthalten. Das wäre ja Quatsch. Dann braucht man nicht Teil des Gremiums sein. Also das war für uns schon eine schwierige Sache. Wir haben auch keinen Vorsitzenden oder keine Vorsitzende gewählt. Das ist jetzt vielleicht rückblickend, war also im März vielleicht überraschend, dass wir uns da nicht einigen konnten. Aber Sie sehen ja auch jetzt an wichtigen Fragen, dass wir tatsächlich, dass es um zwei Richtungen geht. Gerade beim Thema stabile Staatsfinanzen in Europa und in Deutschland gibt es zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Jetzt auf der einen Seite mit Frau Schnitzer und Herrn Druger. Auf der anderen Seite mit Frau Grimm und mir. Und das erklärt vielleicht auch, warum es dann auch bei einer Vorsitzendenwahl schwierig war. Und das zeigt auch, dass es wichtig ist, wer nachernannt wird. Und dass es vielleicht, ich meine, die Koalitionsverhandler haben natürlich viel wichtigere Themen zu verhandeln. Also, das ist jetzt nicht das Entscheidendste. Wir sind kein Exekutivgremium, wir sind ein unabhängiger Rat, der sich halt äußert mit Jahresgutachten und weiteren Gutachten. Aber natürlich, das ist doch klar zu erkennen, geht es um eine Richtungsentscheidung. Es geht nicht nur darum, wer nachernannt wird. Es geht nicht nur darum, dass jemand nachernannt wird, sondern natürlich auch, welche Richtung soll denn jetzt dann die Mehrheit bekommen. Das liegt in der Hand der neuen Koalitionäre. Und ich denke, unter den vielen, sicher auch viel wichtigeren Punkten, werden die das sicher auch besprechen und entscheiden. Also habe ich auf jeden Fall die gute Hoffnung, dass das jetzt nicht auf Sankt Nimmerlein verschoben wird. Konnten Sie dieser sozusagen jetzt auf einmal entstehenden Pattsituation auch was Positives abgewinnen? Gab es dadurch vielleicht auch eine neue Dynamik, dadurch, dass es eben, Sie auch gestern ja betont haben, dass Sie sich eben sehr auf eine beratende Rolle und nicht so einfach abstimmende Rolle irgendwie jetzt konzentriert haben? Ja, es gibt auch da, wie ich jetzt auch wieder festgestellt habe, bei unserer Pressekonferenz auch ganz unterschiedliche Meinungen bei uns im Rat. Also zum Beispiel mein Kollege Achim Truger hat in der Pressekonferenz öffentlich gesagt, dass er eigentlich dafür wäre, dass in vielen Bereichen wir nur noch Optionen zur Verfügung stellen. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil er sich gleichzeitig sehr gefreut hat, dass wir beim Ehegattensplitting einer Meinung waren. Also das ist irgendwie inkonsistent. Aber die Idee, also wir machen jetzt nur noch sozusagen unterschiedliche Optionen und da kann man sich alles raussuchen. Das ist etwas, das zum Beispiel mein Kollege Achim Drucker jetzt als ein wünschenswertes Ergebnis darstellt, dass man also zukünftig in allen Kapiteln das so macht, wenn ich es richtig verstehe. Und deswegen habe ich auch in der Pressekonferenz gesagt, also meine Idealvorstellung ist eine andere. Es ist einfach immer so bei der wissenschaftlichen Beratung. Es gibt keine hundertprozentige wissenschaftlichen Ergebnisse. Das ist übrigens ja auch, haben wir doch alle festgestellt, in der Virologie so. In der Epidemiologie und auch diese Bereiche hängen ja von menschlichem Verhalten ab und nicht nur von sozusagen irgendwelchen Naturkonstanten. Und in diesem Sinne gibt es sehr unterschiedliche empirische Studien und Ergebnisse und die muss man gewichten. Und da muss letztendlich ein Expertengremium halt auch eine Gewichtung treffen. Und wenn es in der Lage ist, sich gemeinsam so weit zu besprechen, dass es zu einer gemeinsamen Gewichtung kommt, wenn man daraus eine klare Bewertung ableiten kann, dann denke ich, ist das für die Politik sehr hilfreich. Und deswegen sollte meines Erachtens das immer das Ziel sein. Ich fand es positiv, dass wir das in fast allen Bereichen geschafft haben. Die habe ich
in meiner Präsentation jetzt auch betont. Wir haben es offensichtlich nicht geschafft bei der Frage, das werfe ich vielleicht noch ein, wenn ich noch eine Minute habe, bei den europäischen Fiskalregeln. Das halte ich für sehr problematisch. Da haben sich meine Frau Schnitzer und Herr Truger dafür ausgesprochen, dass die gelockert werden im Sinne von einer Anhebung der individuellen, also länderspezifischen Schuldenziele, nicht mehr die 60%. Und das halte ich für sehr gefährlich. Tatsächlich, wenn man jetzt mal diagnostiziert, was ist eigentlich passiert, dann sehen wir selbst in guten Wachstumsphasen, wie ja die letzten Jahre, 2015 bis 2019, war letztendlich eine Boomphase. Und in Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder Italien kam es zu überhaupt keiner Reduktion. Also Frankreich kam es zu einem weiteren Anstieg der Schuldenquote. Und man muss natürlich in den Krisen, Finanzkrise, Schuldenkrise, Corona-Krise, Platz haben. Da hebt man, lässt man die Schuldenquote wachsen. Aber in Boomzeiten muss man sie wieder zurückführen. Das heißt, die aktuellen Regeln sind so flexibel, dass sie gar nicht zu einer kontrazyklischen Entwicklung der Schuldenquote führen. Das ist ein Problem. Es ist auch ein Problem, dass nur noch zwei Mitglieder des Sachverständigenrats das erkennen. Und ich denke, es wäre auch nicht in deutschem Interesse, auf die Schuldenregeln zu verzichten, beziehungsweise sie auch noch weiter zu lockern. Frau Krim und ich haben den Sachverständigenratsvorschlag von 2017 erneuert, der eigentlich darauf drängt, die Schuldenregeln so weit zu schärfen, dass es in Boomphasen tatsächlich zu einem Rückgang der Schuldenquote geht. Ich habe mich zumindest gefreut, dass Finanzminister Scholz erstmal klargestellt hat, dass er in die europäischen Verhandlungen mit der Position geht, dass die Fiskalregeln funktionieren und jetzt nicht zu hart sind. Ja? Also die Diagnose, dass jetzt in zwei Jahren da eine weitere Krise, Rezession ausgelöst würde, aufgrund der europäischen Fiskalregeln, die halte ich für völlig falsch. Und die Erkenntnis ist, glaube ich, auch im Finanzministerium da, dass zumindest jetzt in den nächsten Jahren das relativ einfach ist, selbst diese Geschwindigkeit der Schuldenquotenreduktion hinzukriegen, weil wir jetzt ja erstmal noch einen deutlichen Aufschwung haben. Wir haben es ja selber prognostiziert, 5,1% dieses Jahr, 4,3% waren es, glaube ich, nächstes Jahr im Euroraum. Also das sind schon im Nenner starke Wachstumsraten. Da kriegen Sie natürlich auch eine Reduktion der Schuldenquoten hin. Das muss natürlich auch Bestand haben. Und fatal wäre es, wenn man jetzt diesen Wachstums, diese Erholung nutzt, um dann gleich noch die Schulden weiter zu steigern. Ja, und sozusagen die Schuldenquote stabil zu halten, indem man die Schulden so schnell wachsen lässt wie die Wirtschaftsleistung in der Erholung. Ja, also mit dieser Bemerkung vielleicht habe ich noch ein bisschen ausgeholt. Vielen Dank, dass Sie mir das erlaubt haben. Ja, vielen Dank für diesen engagierten Appell für eine stabile Finanz- und Schuldenpolitik in Deutschland und in Europa und auch Ihren Appell einer, wie soll man sagen, starken Komplexitätsreduzierung für die Politik durch klare Empfehlungen aus dem Sachverständigenrat, dass sie da auch einen klaren Rat geben und nicht nur sagen, hier macht euch schlau und lest mal alles, was es gibt, sondern eben die Komplexität reduzieren und sagen, was ihrer Meinung nach richtig ist und zu tun ist. Herr Professor Wieland, vielen Dank. Einmal für das Sachverständigengutachten, aber jetzt vor allem für die Dreiviertelstunde, die Sie uns hier gegeben haben. Es gibt einen Haufen Themen, die wir sowieso jetzt noch haben. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Gelegenheit zu einem Gespräch oder einem Austausch. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute. Den Zuschauern einen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei YouTube können Sie sich dieses Webinar gerne noch einmal angucken, den Link dann auch weiter verteilen. Wer sich in unserem Veranstaltungsverteiler auf unserer Webseite insm.de anmeldet, bekommt dann in Zukunft auch eine Einladung zu solchen und ähnlichen Veranstaltungen und kann den dann auch direkt über Zoom die verfolgen und, wie es heute ja auch wieder zum Glück einige getan haben, eigene Fragen stellen und einen eigenen Input geben. Vielen herzlichen Dank, einen schönen Tag noch und auf bald.